Wie kannst du in Funnel Cockpit optimal mit Tags arbeiten, also mit sogenannten Haftnotizen oder Klebezetteln oder Halsbändern oder was auch immer man sie nennt, aber wie kannst du sie nutzen, um smartes und cleveres Marketing mit deinen Interessenten zu machen? Genau das möchte ich in diesem Video zeigen, denn die Jenny, die liebe Jenny, hatte eine Frage in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe zur Einrichtung in Funnel Cockpit. Und da gucken wir kurz einmal rein. Ja, das heißt, hier ist die Frage. Hi Steffen Wetzel, könntest du einmal erklären, wie das mit den Tags funktioniert? Muss ich zum Beispiel eintragen, wenn einer gekauft hat, dass der Funnel jetzt stoppen soll? Und da kann ich dir schon mal sagen, ja, liebe Jenny, das solltest du. Aber ich möchte prinzipiell vorher einmal erklären, wie das mit den Tags prinzipiell funktioniert. Einmal ganz kurz, wen es interessiert mit der Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe ist Teil der XXL Starterbox und die ist kostenlos. Das heißt, es ist ein kostenloser Mitgliederbereich. Da begleite ich dich bei deinen ersten Schritten in Funnel Cockpit. Du bekommst drei kostenlose Vorlagen und ich freue mich, je mehr Leute da reinkommen und natürlich auch sich dementsprechend über meinen Partnerlink bei Funnel Cockpit anmelden. Ja, so hier ist einmal deine erste Landingpage, bei der du normalerweise oder eigentlich immer mit einem Opt-in arbeitest. Ja, so dieser Opt-in ist immer gekoppelt mit einem Tag. Und wenn du jetzt beispielsweise hier ein Freebie hast, dann könnte dieser Tag heißen Freebie. Ja, also ohne Tag kommt einfach keiner in deine E-Mail-Liste. Das geht nicht. Der braucht immer einen Start-Tag. Das ist schon mal wichtig, auch so zu wissen und zu verstehen. So, das ist jetzt hier dein Interessent. Ja, ein bisschen wie ein T-Rex, kurze Arme. Und der bekommt jetzt hier diesen Freebie-Tag. Den bekommt er jetzt umgehangen. Und wenn du jetzt ein Produkt hast, und das ist sehr, sehr wichtig im Nachgang. Du hast irgendwo hier ein Produkt. Ja? So, das willst du verkaufen. Ja? Dann hast du bis dahin natürlich noch einen kleinen Weg. Das heißt, erstmal ist es ja so, der bekommt den Tag Freebie und aufgrund dieses Tags startet dann eine Follow-up-Kampagne, in der man normalerweise das Freebie raussendet. Das heißt, die hat hier so eine Bedingung, die heißt Start by Freebie. Ja, so. Das hat er gerade auch schon gemacht. Start by Freebie. So, und dann gibt es eine E-Mail und darin ist, also mindestens eine E-Mail und darin ist es Freebie. So, und jetzt sollte man Folgendes machen. Wenn man dieses Produkt hier drüben bewerben will, ja, dann sollte man jetzt hergehen und sollte für dieses Produkt eine entsprechende eigene Kampagne machen. Und sollte sagen, okay, pass auf, wenn die Freebie-Kampagne beendet ist, bei Ende, deine Freebie-Kampagne kann ja auch mehrere E-Mails haben, vergebe den Tag Produkt A. Produkt A, was soll das? A bewerben, ja? Ich muss deutlicher schreiben. So, da sind wir schon bei meinem ersten Tipp. Also du brauchst einen Tag, der heißt Produkt A bewerben, was auch immer dein Produkt A ist. Und dann machst du es so, dass wenn dieser Tag vergeben wird, dass die Startbedingung ist für einen Follow-up-Funnel, der dann heißen könnte Produkt A. Ja? Das ist die Startbedingung dafür. So, Produkt A. Und jetzt ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Produkt A hat beispielsweise drei E-Mails. So, ja? Eins, Nutzen, Logik, Angst. Wie man das so ein bisschen kennt, kann man auch ein bisschen länger spinnen, wie auch immer. So. Und alle diese E-Mails schießen jetzt auf die Produktseite. Dann ist es so, wenn der Kunde dein Produkt kauft, sagen wir mal hier in der zweiten E-Mail, so, der kauft es hier, zack. Dann sollte irgendwie dieser Funnel ja abbrechen, ne? Dann sollte die E-Mail nicht mehr geschickt werden. Und das geht so, indem bei dem hier ein Tag hinterlegt wird und verbunden wird, wo steht
Produkt A, hier unten steht Produkt A bewerben, ja? Bewerben steht da übrigens, nicht bewerben, habe ich gerade gesehen. Produkt, ich bin für heute vielleicht durch. Produkt A gekauft. Ja? Und dann hast du das als Bedingung für den Stopp, weil du hast bei jedem Follow-up-Funnel legst du eine Startbedingung fest. Start, eine Stopp. Stopp mache ich mal so. Und eine starte erst gar nicht Bedingung. Und auch die sollte heißen Produkt A schon gekauft. Ja, Produkt A gekauft, weil wenn er das schon gekauft hat, warum soll der die E-Mail-Serie kriegen? Dann ist irgendetwas doppelt gemoppelt, aber der will ja garantiert nicht nochmal Werbeserien fürs gleiche Produkt bekommen. So, und in Funnel Cockpit ist das alles total easy beieinander aufgereiht. Jetzt muss man nur eine Sache beachten. Wenn du ein Produkt bewirbst per E-Mail, dann machst du immer zwei Sachen. Erstens, ich mache mal hier Produkt bewerben, ja. Du machst immer ein Tag mit Punkt, Punkt, Punkt bewerben. Bewerben. Tag. Und du machst einen gekauft Tag. Die erstellst du einfach. So. Ja? Also hier ist zweitens Gekauft-Tag. So, und wie du die jetzt einrichtest und wie du vor allem den Gekauft-Tag verbindest mit deinem Digistore oder Copecard Anbieter, weil das ist ja jetzt das Wichtige, der hier muss ja hiermit vernetzt sein. So, das zeige ich dir jetzt. Okay, dann gehen wir einmal rüber in den Browser. So, wie, warte. Zack. Jetzt gehen wir in den Browser und ich gehe hier auch einmal in den Browser. Okay, und jetzt sind wir hier beim, jetzt sind wir in den Follow-up-Funnels, aber wir wollen in die Tags. E-Mail-Marketing-Tags. So, ich habe für ihn hier schon ein Beispiel gemacht und einen Test. Jetzt ist eine Sache wichtig. Wenn du einen Tag neu anlegst, dann ist etwa, dann sieht das erstmal so aus hier, ja? So, und das heißt, das ist jetzt ganz wichtig. Das, was hier unten steht, das ist noch nicht da. Das kommt erst, wenn du den einmal gespeichert hast. Also, Tag anlegen, einmal speichern. Wir sind jetzt gerade bei dem Produkt A gekauft Tag. Den nenne ich mal um. Produkt A gekauft. Also du legst einen Tag an Produkt A bewerben und einen Tag Produkt A gekauft. Jetzt ist für den gekauft Tag, der ist aber eine Sache noch wichtig. Der Produkt A Bewerben-Tag, der darf leer bleiben, weil den wirst du nie nach draußen versenden. Ja? Dieses Ganze hier, Bestätigungs-Mail, du musst zwar dein E-Mail-Konto anmelden, aber das ist nicht wichtig, weil das wird nie nach draußen gehen. Alles, was jetzt passiert, ist intern. Ja? So, Produkt A gekauft. Also einmal speichern und dann solltest du natürlich genau schreiben, welches Produkt, damit du nachher diese Tags auseinanderhalten kannst. Aber dann gehst du hier auf Copecard, Digistore, was auch immer du hast. In der Regel wird es ja eins von beidem sein. Und klickst drauf. Und jetzt sollte entweder dein Digistore-Konto oder Copecard-Konto schon vernetzt sein oder du gehst hier auf Zahlungsanbieter anlegen. Dann suchst du dein Konto raus. Hier beispielsweise mal hier stressfrei im Alltag. So, und dann kannst du jetzt hier ganz bequem, wenn deine Konten vernetzt sind, dein Produkt auswählen. Und damit war es das. Damit bekommst du jetzt, wird dieser Tag hier vergeben, sobald jemand dein Produkt gekauft hat. Fertig ist die Kiste. Ja, das war's. Und dann musst du natürlich noch hergehen. Na, warte, ich mache das mal kurz rückgängig hier. Ach, kann ich gleich löschen. Ist egal. Und dann musst du jetzt hergehen und musst bei deinem Follow-up-Funnel, weil da wird es jetzt spannend, musst du hergehen. Und das hier ist genau der Bereich, den ich dir gerade gezeigt habe. Ja? Wenn wir hier nochmal gucken, im Zeichenbereich, so, das ist dieser Bereich hier oben. Ja? Logisch, ne? Okay. Das sind hier die Shortcuts. Okay, und hier trägst du jetzt einfach ein,
Bitte stoppen bei Produkt, habe ich gerade nicht gespeichert oder was? Na egal. Hier sollte stehen Produkt A gekauft. Und hier sollte auch stehen Produkt A gekauft. Oder es ist jetzt nach unten gerutscht. So, weil du willst weder, dass das weitergeht, der Funnel, der soll abgebrochen werden, sobald der User diesen Tag bekommt, oder der Funnel soll gar nicht erstarren. And that's it. Total easy. Du brauchst keinen einzigen Code. Du kannst alles total easy vernetzen. Also ich liebe einfach Funnel Cockpit. Ich sag's euch. Genau, und deshalb sind wir hier, ehrlich gesagt, auch schon fertig. Weil das war's und ich hoffe, das hat euch geholfen und ihr könnt sehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt mir hier gerne, schreibt mir in die Kommentare unten. Wenn du das Video siehst und noch nicht die XXL Starterbox beansprucht hast, die ist kostenlos, Leute. Da sind so viele Anleitungen drin, da sind Gratisvorlagen drin. Ich möchte, dass ihr Funnel Cockpit nutzt. Das ist mir wirklich wichtig, weil es aus meiner Sicht das geilste Programm und es macht ganz viel einfacher. Und deshalb habe ich diesen Mitgliederbereich geschaffen, damit der Start noch einfacher ist. Und auch diese Facebook-Gruppe, wo ihr Fragen stellen könnt. Und ihr seht, ich gehe darauf ein. Ich mache das, ja. Mir ist es wirklich wichtig. Also, kommt rein, ja. Okidoki. Ich sage bis bald. Ciao.